ist ja viel unheimlicher, durch den Wald zu gehen und nicht zu wissen, ob eine Gefahr da lauert, als genau zu wissen, um da hinten steht der. Ja? So, dann kann man der Gefahr ausweichen. Wenn jetzt irgendwo auf der Welt ein Selbstmordanschlag ist, dann wollen die Menschen wissen, wer das war. Und am nächsten Tag kursieren in den Medien verschiedentliche Fotos von angeblichen Attentätern. Findest du das in Ordnung? Na, das Interessante ist natürlich, dass die Öffentlichkeit gerne ein Gesicht sehen möchte, ein Gesicht des Verantwortlichen, um auf diese Weise das Gefühl zu haben, dass man das gefährliche Problem im Griff hat. Wenn man schon mal ein Gesicht hat, dann hat man das Gefühl, es ist gebannt, wie wenn man vor irgendetwas Angst hat. Es ist ja viel unheimlicher, durch den Wald zu gehen und nicht zu wissen, ob eine Gefahr da lauert, als genau zu wissen, um da hinten steht der. Ja? So, dann kann man der Gefahr ausweichen. Das ist, glaube ich, die Funktion, die das erfüllt. Also bei dem Germanwings-Absturz zum Beispiel wurde am nächsten Tag ja gleich das Foto des Piloten veröffentlicht. Ich denke da an die Angehörigen und die Familien und die Betroffenen. Eigentlich ist das nicht in Ordnung, oder? Das Problem, wenn wir dem Bösen oder dem Übel oder der Bedrohung ein Gesicht geben und es ist ein Gesicht von einer wirklichen Person, die dahinter steht, vereinfachen wir natürlich total die Struktur und übersehen in dem Fall etwa, neben all dem Leid, das alle Opfer haben, auch das Leid der Angehörigen dieser Person. Die haben ja nicht das Flugzeug in die Klippen gesteuert, sondern das war jetzt ihr Sohn zum Beispiel. Das heißt, dort gibt es genauso Leid. Das heißt, die Vorstellung, die wir inszenieren, indem wir dem Bösen ein Gesicht geben, führt manchmal natürlich dazu, dass wir wiederum anderen schaden und damit durch unsere Gesichtsgebung selber unmoralisch handeln und damit böse sind. Aber die Menschen wollen halt die Umstände wissen, die wollen aufgeklärt werden. Man hat doch auch ein Recht auf Aufklärung. Ich glaube, dass es häufig beim sogenannten Sensationsjournalismus gar nicht um Aufklärung geht. Aufklärung wären ja in dem Fall einfach nur Fakten. Ein bestimmter Pilot hat ein Flugzeug zum Absturz gebracht und es sind so und so viele Menschen gestorben. Das wären die Tatsachen, das wäre die Aufklärung. Da muss man nicht wissen, dass da eine Schulklasse mit an Bord war und über Schicksale etwas hören oder gar das Gesicht des Piloten sehen. Das heißt, das sind alles Zusatzannahmen oder Zusatzinformationen, die uns geliefert werden, die eigentlich überhaupt nichts mit Aufklärung zu tun haben, sondern mit Psychohygiene. Aber habe ich nicht das Recht, mehr über die Hintergründe zu erfahren, um mein eigenes Kind schützen zu können? Ich glaube, wenn etwas geschieht, wie zum Beispiel ein Terroranschlag oder der ins bewusst eingeleitete Absturz der Germanwings-Maschine, dann haben wir es dort zu tun mit einem Übel und einem Bösen und Konstellationen, die uns allen Angst machen. So. Und ich glaube nicht, dass wir herausfinden werden, wie so etwas insgesamt in der, wie man hier sagen darf, Seele des Täters zustande gekommen ist, weil dort ganz komplexe soziale Situationen sind. Dort neigen wir einfach dazu, gigantische Fehlschlüsse zu ziehen und aus dem Milieu, ein Milieu eines Täters zu konstruieren, wo vielleicht jemand aus freien Stücken böse gehandelt hat.